Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls Online, Summer's End Edition. Mein Charakter ist verschwunden, wir spielen heute ohne Charakter, seht ihr? Geil, wie habe ich das denn geschafft? Mein Charakter ist weg. Seht ihr? Ich habe irgendwie die Bewegen-Animation drin, ich kann aber weder angreifen. Das andere funktioniert, aber das ist krass. Ich habe meinen Charakter gelöscht. Wie habe ich das denn geschafft? Bin ich unsichtbar? Laufe ich jetzt unsichtbar durch die Welt? Das muss ja bestimmt cool aussehen, wenn hier einfach mal so ein Begleiter irgendwie durch die Welt fliegt. Wie habe ich das denn geschafft? Reagieren gar nicht darauf. Hä? Das ist interessant. Sounds funktionieren. Moment, vielleicht kann ich meinen Charakter wiederherstellen. What the fuck? Das habe ich auch noch nie gehabt, dass mein Charakter verschwunden ist. Andenken. Nee. Das wird einfach nicht genutzt. Das ist ja der Hammer. Mein Charakter ist einfach weg. Ich logge mich mal nochmal neu aus und wieder ein. Da ist der Charakter einfach weg. Ich wollte mir jetzt eigentlich nur noch im Kronshop diesen Tarnanzug nochmal ansehen, weil der mich doch recht interessiert, weil der richtig cool aussieht. Na, wenigstens sagt mir, ich kann mich nicht mal einloggen. Also wenigstens sagt er das nicht. Oh, Reittier wäre jetzt interessant gewesen bei einem Invisible Charakter. Das wäre ja cool. Gut, jetzt haben wir also in den ersten drei Folgen schon mal nichts geschafft. Vielleicht, in den ersten drei Minuten, vielleicht können wir ja noch mehr nichts schaffen. Wenn ich noch mehr Zeit verbrenne, dann, ich bin wieder da, gut. Ha. Sehr schön. Ich bin so klein, ey, die sind alle so riesig. Jedes Mal so, sieht so normal aus, ne? Geh ich rein? Boah, das ist alles riesig hier. Voll diese immersive Erfahrung hier. Guck mal, wie groß die alle sind. Das gibt's doch nicht. Warum sind alle so riesig? Ich finde den echt cool. Der passt auch irgendwie so ein bisschen zu dem Charakter. Den nehme ich. Ist exklusiv für ESO Plus Mitglieder tatsächlich auch. Das heißt, nur ESO Plus Mitglieder können sich den erwerben. Und so einfach geht das. Ich habe ja noch Kronen hier. 6500, die kriege ich eh nochmal neu. Ja, dahin bitte wechseln und ich hätte es gerne auch direkt. Wo ist denn das? Da. Ja, perfekt. Passt doch. Mein Charakter direkt was Neues. So, in den letzten paar Minuten, wo wir den spielen, können wir das jetzt noch nutzen. So, wo geht's jetzt hin? Was machen wir jetzt? Nach Alinor. Ich sehe jetzt echt Alinor nur noch dann und das war's. Krass. Alinor und die paar Inseln entdecken, naja. Und. Ah ja. Tendoria sagen, dass sie ihre verdammten Farben woanders kaufen soll. Und meine G-Tasten funktionieren nicht mehr, das heißt, ich muss auf meine Maustaste zurückgreifen. Ich finde es auch geil, dass aus irgendwelchen Gründen der Logitech-Treiber abschmiert und es nicht schafft, die G-Tasten, also G1 bis 9, auf meiner Tastatur
die besetzt sind, laut Treiber. Das funktioniert mit der Tastatur dann ab und zu mal nicht mehr. Da muss ich eigentlich neu starten. Das ist ein bisschen hinderlich. Vor allem, weil ich mir da Abkürzung gesetzt habe. Halt, Kurierin! Halt! Ich würde gern ein paar Worte mit euch wechseln. Ja, mach das doch, aber schrei mich nicht nochmal an. Was steht denn hier? Wohnprospekt. Ist egal. Abfackeln. Wisst ihr, ich habe so einiges über euer kleines Unterfangen gehört, Tindoria die nötigen Dinge für ihren jüngsten Entwurf zu beschaffen. Und ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ihr habt euch wirklich als sehr fähig erwiesen. Ich habe einen Vorschlag für euch. Verkauft diese Dinge doch einfach an mich. Warum sollte ich Tindorias Vorräte an euch verkaufen? Nun, ich könnte darüber sprechen, dass diese Vorräte einer Kunst dienen würden, die die Seele von Mensch und Meer berührt. Doch keines meiner Worte würde euch anrühren. Also versuchen wir etwas anderes, ja? Ich werde das Doppelte von dem zahlen, was Tindoria bezahlen wollte. Ich weiß nicht, ob ich euch trauen kann. Ich weiß, dass ihr Bruder ans Käferzeug sabotiert hat. Ich soll so etwas getan haben? Ja. Wie ich meinem lieben Brodran schon sagte, war es Tindoria, die ihn in den Ruin treiben wollte. Ich bewundere den kleinen Waldelfen doch. Tindoria hat euch hereingelegt, meine Freundin. Es war nicht Tindoria, die mir das erzählt hat. Dann hat mich zweifelsohne jemand angeschwärzt, den sie dafür bezahlt hat. Dieses Spiel, das wir spielen, hat viele Wendungen. Tindoria hat einfach nur dafür gesorgt, dass sie mir dieses Mal einen Schritt voraus ist. Verkauft mir diese Vorräte und ich sorge dafür, dass Brodran für seine Ärgernisse entschädigt wird. Ich werde meinen Kontrakt mit Tindoria einhalten. Na, das ist eine Schande. Hm. Derart wunderbare Farben an ein so leicht zu vergessendes Werk zu verschwenden. Ich hingegen biete das Göttliche, meine Freundin. Werft mir nicht vor, dass ich es versucht habe. Dann ab mit euch. Ich werde meine Rivalen auf die altmodische Art und Weise besiegen. Mit Talent. Was ist das für ein Idiot? Ich habe Waren für diesen da. Für den da. Da hinten. Nein, verkauft die an mir. Ich bin besser als die. So kommt mir das gerade vor. Endlich kehrt ihr zurück. Und das mit meinen Reagenzien. Kommt, ich muss sie einfach sehen. Mein Genie ist wie ein Hengst, der darauf wartet, endlich loslaufen zu können. Ich habe eure Zutaten gesammelt, aber es gab eine Komplikation. Komplikation? Ha. So kann man Verelel wohl auch nennen. Oh, schaut nicht so überrascht. Ich kann doch immer noch sein unerträgliches Parfüm riechen. Doch ihr seid hier, was mir verrät, dass ihr seine Scharade durchschaut habt. So, was ist mit meinen Vorräten? Ich konnte keine Aurealis beschaffen. Sie scheint wohl auszusterben. Ausgestorben? Wie kann eine so weit verbreitete Pflanze aussterben? Gerade letzte Woche habe ich... Oder Augenblick mal... War es letzten Monat? Letztes Jahr? Wie die Zeit verfliegt, wenn man Kunst schafft. Sei's drum. Fein. Ich kann auch ohne sie arbeiten. Ich ziehe euch aber etwas von eurem Lohn ab. Also Verelil hat Brodans Käferzucht vergiftet. Sie wollten sich nicht paaren. Oh, dieser Schurke. Brodran ist ein guter Mäher und er liebt diese Käfer wie seine eigenen Kinder. Das sind unerträgliche Nachrichten. Wie soll ich denn ohne Seegrau zurechtkommen? Nein, das kann ich nicht zulassen. Ich werde Brodran einen Kredit geben, damit er die diesjährige Zucht bezahlen kann. Schön, haben wir das Problem auch geklärt. Das beantwortet die Frage. Der Typ da hinten, der wird immer mehr unwichtiger. Hennamel war dankbar für den Tee. Oh, wunderbar. Ich hatte gehofft, dass er ihr gefallen würde. Mir wäre es nur lieber, wenn sie in die Stadt zurückkehren würde, anstatt in einem abgelegenen Sumpf zu leben. Aber vielleicht hat ihre Einsamkeit auch etwas Gutes, denn sie hat ein herrliches Blau-Grün geschaffen. Also hier sind die Vorräte, die ich für euch besorgen soll. Und hier ist eure Bezahlung. Boah, geil. Genau nach Vertrag. Es freut mich, dass ihr euch entschieden habt, unsere Übereinkunft zu achten, anstatt euch auf die Seite dieses Schufts zu schlagen. Oh, jetzt wird es mir klar. Ihr seid das perfekte Motiv für mein Meisterwerk. Eure strahlende Treue, euer reines Herz. Perfekt. Stiefel werden auch immer besser.
Euer Antlitz auf meiner Leinwand wird über Jahrhunderte hinweg Betrachtung erfahren. Da bin ich mir sicher. Wer weiß? Vielleicht wird es eines Tages sogar in einer Galerie neben der Königin höchst selbst zu sehen sein. Das ist wirklich sehr großzügig von mir. Ihr braucht mir nicht zu danken. Ich habe keine Zeit zum Modellsitzen. Oh, dann nur eine schnelle Skizze, um eure Essenz einzufangen. Ich muss einfach sicher sein, dass ich die Augen richtig hinbekomme. So, das wird erst einmal genügen. Mach die schön schwarz, die Augen. War noch schwarz, ne? Ja. Mehr oder weniger. Sehr gut, was war das für ein Gemälde, was ich eingesammelt habe? Kann man das einsehen? Nö, gut. Ich hab's. Das ist das Wichtigste. Sehr schön, abgeschlossen. Noch mehr abgeschlossen? Nö, nur das abgeschlossen. Gut. Was hat es damit auf sich? Was ist das da hinten? Kann man da hinschwimmen? Okay. Ich glaube, es wird mich töten, wenn ich da hingehe, oder? Wollen wir mal probieren? Geh mir aus dem Weg, Riese. Also ein bisschen traurig bin ich schon, dass man, dass wir diesen Charakter bald nicht mehr... Oh, cool. Weiterspielen. Ja, es lohnt sich manchmal, in ihre linke Ecke zu gehen. Dafür nimmt man Sachen für das Volk. Oh Mann. Nö, doch nicht. Bringt mich nicht um. Okay. Hat sich erledigt. Was ist denn das da? Ach, das war doch diese komische Portalscheiße. Das Kolleg der Sapiarchen nannte man das, genau. Ich ende mich jetzt. Sag mal. Ganz ehrlich, Lorela und Logan wären darüber gekommen. Das passiert nur, wenn man so klein ist. Gut. Wegschrein. Und nächstes Ziel, Alinur. Und was ist da? Das ist wahrscheinlich Kardvasten oder sowas. Da sind wir ja wirklich echt durch, krass. Ich will nicht durch sein. Hör auf zu ruckeln. Bist du bescheuert? Kein Geld ausgeben hier. Da will man eiskalt Geld ausgeben. Ah ja. So, dann machen wir Schlachtenvogt Tanneline. Die Versenkung Sammelsends. Mich beauftragt, Verbündete zu suchen, um die Kluftgasiere anzugreifen und die Perlen zu vernichten, aus denen sie die Macht ziehen. Ist wiederholbar. Dies muss geschehen, bevor die Schränke... Die groteske Abscheulichkeit der Daedra-Verehrung breitet sich ungehemmt in unseren Landen aus. Es ist sehr interessant, dass das tut. Heute jagt eine Katastrophe die andere. Was sagt ihr, Neuankömmling? Wurde die Bedrohung durch die Kluftgasiere abgewendet? Ja, ich habe sie alle vernichtet. Das sind hervorragende Neuigkeiten.
Trotz meiner Zweifel scheint sich der Erlass der Königin doch als Segen und nicht als Fluch zu entpuppen. Ich weiß nicht, was wir ohne die Hilfe von Neuankömmlingen wie euch getan hätten. Ihr habt meinen Dank. Und die Dankbarkeit von ganz Sommersend. Meine Späher haben gemeldet, dass die Zahl dieser Kluftgeisiere wohl kein Ende kennt. Bedauerlich, aber nicht überraschend. Ja gut, was ihr denkt. Sommersend braucht wieder eure Dienste, Freundin von Rasumdar. Ja, aber heute nicht mehr. So, was habe ich gekriegt? Ein Bietenhändler. Oh, okay. Also so langsam ist mal wieder Zeit, naja, geht noch eigentlich. Aber es wird tatsächlich Zeit, hätten wir noch 25er Level erreicht, dann wäre es Zeit für neues Equipment gewesen. Gut. Da müssen wir... Der Raum dreht sich. Rugu Zog, ein orgischer Besucher auf Somerset, möchte Vergeltung für eine Kränkung, die er durch einen Hochelf namens Lirindil erlitten hat. Wir werden alles über die Regeln und Gebräuche hochelfischer Duelle lernen müssen, bevor Rugu Zog diese Angelegenheiten klären kann. Ich sollte mit Lirindil sprechen. Hoffentlich kann er mir während der Sache Duellgepflogenheiten doch Hochelfen ein wenig erleuchten. Und das machen wir natürlich auch. Ist Alinor überhaupt komplett abgeschlossen schon? Gut, das war noch nie ein Gebiet. So viel dazu. Alinor war noch nie ein Gebiet. Oh, dass mir die Wachen immer im Weg rennen müssen, ne? Oh, 17 Minuten. Und da ist der Eingang.